So, der Stream streamt, der Saal ist voll, ich freue mich sehr darüber und heiße Sie alle ganz herzlich willkommen hier in den Räumen der Heinrich-Böll-Stiftung und natürlich auch im Stream und ich freue mich, dass Sie sich entschieden haben, den heutigen frühen Abend hier mit uns und bei uns zu verbringen, der unter dem etwas provokanten Titel steht, Lass die Historikerinnen ran, die Geschichte der rechten Gewalt in den 90er Jahren erzählen. Mein Name ist Carmen Herzog, ich leite im Inlandsbereich der Stiftung die Programmlinie Demokratie und Gesellschaft, in der sich die Referate Demokratie, Migration und Diversity, Kunst und Kultur, Zeitdiagnose und Diskursanalyse, Staat, Verwaltung und Parteien und eben auch das Referat Zeitgeschichte bündeln und sich mit den grundsätzlichen Fragen der Demokratie und des gesellschaftlichen Zusammenhalts in einer vielfältigen Gesellschaft auseinandersetzen. Somit ist die Stärkung von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit vor dem Hintergrund des Erstarkens antidemokratischer Kräfte und einer deutlichen Zunahme rechter und rechtsextremer Gewalt unser Kerngeschäft. Wie machen wir das? Das tun wir unter anderem in Form von Analysen und Studien, dem sich daran anschließenden Suchen nach Antworten und Konzepten oder zum Beispiel dem Aufbau und der Unterstützung von zivilgesellschaftlichen Bündnissen und Netzwerken. Und ich möchte mal ein Beispiel, weil es auch zu dem heutigen Abend passt, herausheben. So haben wir im Rahmen der Vielfaltstudie, die in den letzten Jahren konsekutiv erschienen ist, in einer Teilstudie uns explizit das Ausmaß von Anfeindungen und Aggressionen gegen Kommunalpolitikerinnen angeschaut, Fakten zählen und sind gerade dabei, in einem nächsten Schritt ein stärkendes Angebot für die kommunale Ebene zu entwickeln. Wir halten es für notwendig, die gegenwärtigen Entwicklungen aber nicht nur vor einem aktuellen Hintergrund, sondern auch in ihrem zeithistorischen Kontext zu betrachten. Und so ist das Referat Zeitgeschichte in dieser Programmlinie ein zentraler Ort für Rückkopplung, Reflexion und Einordnung in einer Zeit, in der Rechtsextreme sich Geschichte aneignen, sie relativieren und umdeuten. Es ist auch ein Ort, in dem sich mit der Erinnerungskultur im Wandel hin zu einer Erinnerungskultur in einer vielfältigen Gesellschaft auseinandergesetzt wird und in dem in einem weiteren Schwerpunkt der Geschichte der Gegenwart danach gefragt wird, welchen Beitrag Geschichte leisten kann, um unsere komplexe Gegenwart besser verstehen und einordnen zu können. Und ich freue mich wirklich sehr, dass nach einer längeren Vakanz jetzt seit dem Sommer 2023 Dr. Clara Frisch-Tatzka die Leitung des Referats Zeitgeschichte übernommen hat. Und ich möchte sie Ihnen kurz vorstellen. Frau Frisch-Tatzka hat in Mailand und Berlin Geschichte und Osteuropa-Studien und Politikwissenschaft studiert, im Jahr 2018 an der Universität Siegen promoviert und in den Jahren 2016 bis 2023 an der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt-Oder gelehrt und geforscht, unter anderem zu den Schwerpunkten europäische Zeitgeschichte in transnationaler Verflechtung, Diktaturen und Gewaltgeschichte des 20. Jahrhunderts und der Geschichte von Europäisierungsprozessen und Europakonzepten. Dies hier heute Abend ist die erste Veranstaltung des Referats in dieser Konstellation und auch die erste Veranstaltung im Rahmen des Themenkomplexes Geschichte der Gegenwart. Die Pogrome und Brandanschläge in Hoyerswerda, Rostock-Lichtenhagen, Mölln und Solingen der 90er Jahre waren von einem Klima der Gewalt flankiert in Form von Angriffen auf Migrantinnen, Linke, Menschen mit Behinderungen und anderen marginalisierten Gruppen und gehörten zur Alltagserfahrung vieler Menschen. In den Folgejahren gingen schwere Gräueltaten zurück, aber Angriffe auf einzelne Personen blieben stabil. Doch mit der Enttarnung des NSU, dem Mord an dem Regierungspräsidenten Walter Lübcke in Kassel, dem rechtsterroristischen Anschlag in Hanau, bei dem ein Rassist 9 Menschen tötete, und dem antisemitischen und rassistischen Angriff in Halle erlangte das Thema rechtsextreme Gewalt eine neue und erschreckende Aktualität und war Anlass für eine längst überfällige Debatte über die Bedrohung
unserer vielfältigen Gesellschaft. Derzeit erleben wir, dass die demokratischen Werte unseres Zusammenlebens, das Vertrauen in politische zunehmend in Frage gestellt sind und das Vertrauen in politische Institutionen abnimmt. Dass sich rassistisches Gedankengut in Sprache und menschenverachtende Pläne übersetzt, denen ein Höchstmaß an Gewaltpotenzial inneliegt. Und wir erleben auch, dass sich dies zunehmend in die gesellschaftliche Debatte spült. Gleichzeitig erleben wir eine Zunahme rechter Gewalt, ob Gewalt gegen Kommunalpolitikerinnen, Migrantinnen, Jüdinnen und Juden, Mitgliedern der LGBTIQ-Community, Angriffe auf Gedenkstätten. Was wir aber auch erleben, und da steckt die Zuversicht, sind Bürgerinnen und Bürger, die seit Wochen sich diesen Entwicklungen entgegenstellen. Und weil wir das alles erleben, müssen wir fragen, in welcher Kontinuität stehen die heutigen Ereignisse und Entwicklungen zu denen Anfang der 90er Jahre. Es ist also Zeit für eine historische Einordnung der rechten Gewalt der 90er Jahre und die Frage, welche Bedeutung sie für die Geschichtserzählung der wiedervereinten Bundesrepublik hat. Ich danke Klara Frischatzka und ihrer Kollegin Solveig Bartusch für die Vorbereitung und Konzeption dieser Veranstaltung und wenig überraschend übergebe ich an die Leiterin des Referats Zeitgeschichte und heutige Moderatorin Klara. Ja, vielen Dank, liebe Carmen, für die Begrüßung, so nette Begrüßung und herzlich willkommen auch meinerseits, sowohl hier im Saal. Ich freue mich, dass so viele hier den Weg hier gefunden haben, aber auch herzlich willkommen an alle jene, die uns im Streaming verfolgen gerade. So, ich würde schon präsentiert und eigentlich meine Aufgabe wäre in erster Linie halt die unseren zwei Panelistinnen von heute Abend vorzustellen. Aber bevor ich das tue, erlauben Sie mir bitte, dass ich auch ein paar Worte über die Einordnung dieser besonderen Veranstaltung in die Themenschwerpunkte in unseres Referates verliere. Und zwar, wie Carmen schon erzählt hat, ist diese Veranstaltung nicht nur besonders, weil nämlich meine erste hier in Präsenz in der Bull-Stiftung, aber auch und vor allem, weil sie als Auftakt für diesen neuen Interessenschwerpunkt von unserem Referat fungiert, und zwar den Interessenschwerpunkt Geschichte der Gegenwart. Ich weiß nicht, wie viele von Ihnen im Publikum schon dieses Begriff gehört haben, aber unter Geschichte der Gegenwart laufen in den letzten Jahren eine ganze Reihe von historiografischen Debatten und Forschungen, die eine neue Beschäftigung der HistorikerInnen mit unseren komplexen und krisenhaften Gegenwart zum Ausdruck bringen. Wenn wir denken an die Zeitgeschichte, die bisher immer so den Bereich der Geschichte gewesen ist und ist, immer noch ist, die sich am ehesten mit der Gegenwart beschäftigt, erzählt eigentlich die Zeitgeschichte die Entwicklung der demokratischen Europa nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs in 1945 und, Entschuldigung, hier... Genau. Mit dann am Ende den Sieg des westlichen ökonomischen und politischen Systems nach dem Mauerfall. Nun, diese Geschichte scheint heute nicht mehr auszureichen, um die komplexe und krisenhafte europäische Realität und globalen Realität auch des 21. Jahrhunderts zwischen Klimakrise, Migrationsbewegungen, Rechtsruck in der Gesellschaft, Krieg seit 2 Jahren verstärkt, auch in Europa und sehr nah zu den europäischen Grenzen. Deswegen plädieren unter den Begriff der Geschichte der Gegenwart HistorikerInnen immer mehr dafür, neuen Epochen und neue Jahrzehnte eigentlich im Mittelpunkt zu bringen, um unsere komplexe Gegenwart zu verstehen. In erster Linie die letzten 3 Jahrzehnte des 20. Jahrhunderts, die 70er Jahre, die 80er Jahre und die 90er Jahre, worüber heute Abend hier geht. In dem deutschen Kontext
sind auch viele Stimmen zu hören, die immer mehr dafür sich stark machen für eine Pluralisierung der deutschen Geschichte. Und zwar für eine Betrachtung von unterschiedlichen historischen Erfahrungen von den Gruppen von einer immer pluralen werdenden Gesellschaft. Alle diese Debatten möchten wir eigentlich in dem Referat hier jetzt führen, in den nächsten Monaten. Und wir möchten gerade genau damit heute Abend beginnen. Und zwar, wir müssen uns fragen, in welchem Verhältnis steht Geschichte mit unseren Gegenwart? Wie können wir Geschichte pluraler und vielfältiger machen? Und welchen Geschichten brauchen wir, um unsere Gegenwart zu verstehen? Und auf jeden Fall die Geschichte der 90er, der rechte Gewalt in den frühen 90er Jahren ist eine Geschichte, die wir brauchen, um sowohl die Geschichte vielfältiger zu verstehen, als auch um unsere komplexen Gegenwart, wie Keimer meinte, besser zu begreifen. Und deswegen freue ich mich besonders, dass wir heute Abend das Thema besprechen können mit unseren zwei Gästen, so Janosch Teuber und Manja Prekels. Genau, ich freue mich, dass du, Janosch, den Weg hier physisch gefunden hast, aber auch, dass du, Manja, irgendwie mit uns auch aus Italien sein kannst. Jetzt bist du kurz weg. Ah, jetzt wieder da, gut. Genau. Ah, geht immer wieder gut. Ich hoffe, dass du bleibst, genau, mit uns. Und genau, wer sind die Personen, mit denen wir heute über die rechte Gewalt in den frühen 90er Jahren sprechen? Janosch Teuber hier auf meiner linken Seite ist Historiker am NS-Dokumentationszentrum Köln sowie am Lehrstuhl für Neuere und Neueste Geschichte der Universität Köln. Er ist Mitglied des Herausgeberteams einer renommierten historischen Blog, der auch heißt Geschichte der Gegenwart, ganz überraschend, und beschäftigt sich deswegen seit Jahren mit der Frage, in welchen Beziehungen stehen Geschichte, historisches Wissen und Gegenwart. Er hat letztes Jahr zusammen mit Till Kössler das Buch Brandspuren, das habe ich hier, genau, das vereinte Deutschland und die rechte Gewalt der frühen 90er Jahre herausgegeben, worüber wir heute mit ihm viel sprechen werden. Das Buch ist im Verlag der Bundeszentrale für politische Bildung erschienen und bietet eigentlich einen ersten Überblick über die historische Forschung, die schon zum Thema gibt. Das Buch hat ein großes Erfolg, was uns sehr freut. Das hat aber eine Nebenwirkung, die eher für uns negativ ist. Und zwar, es wurde schnell ausverkauft und ist jetzt gerade nicht zu erwerben. Wir haben aber auf jeden Fall die Bundeszentrale daran gefragt und sie hat uns versprochen, dass sehr bald wird das Buch nachgedruckt. So. Ich habe gestern gehört, dass es jetzt gedruckt wird. Also in 6 Wochen oder so kann man es wieder kaufen. So. Genau. Manja Prekels, die hier leider mit dem Bildschirm immer kommt und geht, aber ist hoffentlich immer mit uns, ist Autorin, Musikerin und Journalistin. Artikel und Essays von ihr sind in den letzten Jahren in der Taz, in der Spiegel, in Jungle World, in der Märkischen Allgemeine Zeitung erschienen. Sie hat 2009 zusammen mit Markus Liske die Gedankenmanufaktur gegründet. Ein Produktionskollektiv für kulturelle Intervention zwischen Literatur, Musik und anderen Kunstformen. Und vor allem 2017 ist ihr autobiografisches Roman »Als ich mit Hitler Schnapskirschen aß«, das haben wir auch hier, erschien über ihre Jugend in Brandenburg der Wende und der Nachtwendezeit. Das Buch ist jetzt auch schon gedruckt und kann in den Buchhandlungen gekauft werden. Und hat eigentlich ganz viele Preise gewonnen, vor allem auch das Deutschen Jugendliteraturpreis. Also willkommen an beide. Ich freue mich sehr, dass wir jetzt zu unserem Gespräch kommen. Und vielleicht für das Publikum hier kurz zum Ablauf. Wir werden hier ein Gespräch
zu dritt in der letzten 50 Minuten eine Stunde haben und dann aber auf jeden Fall zumindest eine halbe Stunde für Ihre Fragen und Ihre Kommentare, worauf wir uns auf jeden Fall sehr freuen. Genau, und bei der Vorbereitung von diesem Gespräch haben wir eigentlich mit Manja und Janosch darüber diskutiert, dass es wäre sehr gut, damit zu beginnen, mit einer Rekonstruktion der Fakten. Und zwar, was ist eigentlich passiert in was ist diese rechte Gewalt in den frühen 90er Jahren? Über welchen Ereignissen sprechen wir? Und das frage ich explizit euch beide mit dem Bewusstsein, dass ihr habt auch zwei verschiedene Perspektiven auf diesem Gewaltgeschehen. Einmal als Historiker, die darüber jetzt arbeitet, und einmal als Person, die als Zeitzeugin von diesem Geschehen war und dazu auch literarisch geschrieben hat. Vielleicht willst du, Manja, beginnen und dann kann Janosch weitergehen. Ich hoffe, die Verzögerung ist jetzt nicht zu groß und danke für die Einladung. Mhm. Tatsächlich bin ich eine Zeugin dieser Gewalt der 90er Jahre. Ich war 15 beim Mauerfall, habe erlebt, wie in rasanter Geschwindigkeit im Prinzip mit dem Zusammenbruch des alten Systems gewaltvolle Situationen auf den Straßen und Plätzen sich abspielten. Also eine Wiedervereinigung im Wortsinne konnte ich in der ländlichen Gegend nordöstlich von Berlin, aus der ich stamme, sofort spüren, denn kaum war die Mauer gefallen, gab es Wehrlager in den umliegenden Wäldern. Gleichzeitig mit der Schließung der vieler Jugendeinrichtungen, standen Jugendliche auf der Straße, wurden im Prinzip sofort aufgefangen von rechten Strukturen. Das war für uns damals Jugendliche schwer zu durchblicken. Heute ist man schlauer und unter anderem gibt es ja dieses fabelhafte Buch, jetzt, in dem man das auch nochmal nachlesen kann. Faktisch gab es eine sofortige Organisierung rechtsradikaler Jugendbanden. Einige waren eher kriminell organisiert, andere tatsächlich politisch, und mit Hilfe von Westkameradschaften entstanden die. Und sehr schnell herrschte eine Hegemonie auf den Straßen. Ich erinnere mich an angstvolle Wege zur Schule. Ich erinnere mich an furchtbare Angriffe. Also einer der ersten gewaltsamen Angriffe war der auf einen angolanischen Vertragsarbeiter im Ort. Gleich 1990. 91 am 3. Oktober brannte das Heim für Geflüchtete vor Ort. Zum Glück kam niemand, zumindest nicht körperlich zu Schaden. Es raste eine Wut auf Straßen und Plätzen und letztlich gipfelte für mich persönlich das Ganze 92 in einem Überfall auf eine Diskothek, dessen Ohrenzeugin ich war. Ich hatte mich versteckt und einer meiner Bekannten hat diese Nacht nicht überlebt, ist quasi ermordet worden. Und das war dann auch Jahre später. Also eigentlich prägen diese Erfahrungen meine Arbeit ja bis heute. Und das war auch der Anlass, letztlich das Buch zu verfassen zur Erinnerung an diese gnadenlose Zeit. Und ganz kurz noch, ich habe dann in den 90ern als Lokalreporterin gearbeitet, kurz nach Abschluss meines Abiturs, 93, also ab 94, als Lokalreporterin gearbeitet, habe Gerichtsprozessen beigewohnt. Es gab eigentlich in meinem Freundes- und Bekanntenkreis kaum Jugendliche und auch Kinder, die nicht beteiligt waren an gewaltvollen Aktionen gegen die Gedenkstätte Sachsenhausen, gegen Ravensbrück, die Gedenkstätte, die dortige. Also es passierte, brannte eigentlich jeden Tag irgendwas Schreckliches, Lichterloh. Ja, ich würde vielleicht zwei Sachen sagen. Das erste ist, also aus der Perspektive des Historikers, ist das eine erstaunlich vergessene Geschichte, mit der man sich da beschäftigt. Ich meine, das Ganze ist erst 30 Jahre her und trotzdem ist so im öffentlichen Bewusstsein
sind eben nur so ein paar besonders spektakuläre Vorfälle geblieben. Also zum Beispiel im Brandenstein von Solingen, also wovon das Bild ist, Hoyerswerda, Mölln, so eigentlich ist es so ein fünf, also so ein Quintett an Städtenamen, was immer genannt wird. Was aber die Gewaltdynamik, die man ja gerade ganz treffend beschrieben hat, einfach so überhaupt nicht fasst. Also vielleicht um die Dimensionen der Gewalt einmal klar zu machen. Vor ein paar Tagen hat es in der Presse die Meldung gegeben, dass die Angriffe auf Geflüchtete und Geflüchtlingsheime im letzten Jahr sich verdoppelt haben zum Vorjahr und das BKA eben etwas über 300 Angriffe gezählt hat. Also das heißt fast jeden Tag ein Angriff auf Geflüchtete oder ihre Wohnstätten. Und das ist so ungefähr das Gewaltniveau, was man so Ende 90, Anfang 1991 hat. Da zählt man pro Monat ungefähr 30, 40, manchmal 50 Gewalttaten pro Monat in der Bundesrepublik. Mhm. Im September 1991 sind das dann aber 225, im Oktober 490 Gewalttaten, die man zählt. Ja, und darunter finden sich dann über 220 Brandanschläge auf Flüchtlingsheime. Und diese Monatszahlen verdecken, dass es eigentlich um einen noch engeren Zeitraum geht, nämlich um die Zeit nach dem Brandanschlag in Hoyerswerda, der also als Fanal wirkt und also nicht nur dem wiedervereinigten Deutschland praktisch so erstmals Gewalt, rechte Gewalt so offensiv vor Augen führt und zu so einem Schreckensbild wird, sondern vor allem auch zu einem Vorbild für Folgetaten. Also danach rollt eine Welle der Gewalt durch dieses Land ungefähr 4 Wochen, von Mitte September bis Mitte Oktober. Und in den ersten 10 Oktobertagen hat man über 100 Brandanschläge, ja? Also 10 pro Tag. Also danach gehen die Zahlen so ein bisschen runter, aber insgesamt ist der Herbst 91 eben der Beginn einer ungefähr anderthalb Jahre dauernden Gewaltwelle bis in den Sommer 93, die nochmal zwei Höhepunkte findet, also vor allem nach Rostock im Sommer 1992, Sommer und Herbst 92 und dann nicht ganz so hoch nochmal nach Solingen im Sommer 1993. Aber am Ende sprechen wir über 4000 schwere fremdenfeindliche Gewalttaten, wie das damals gefasst wird. Die mehrere Tote produziert haben oder hervorgebracht haben. Und was, also das Ausmaß an Verletzungen, also körperlichen und psychischen, ist überhaupt nicht erfassbar. So. Also es ist einfach eine extrem gewalttätige Phase. Es ist die Phase intensivster Gewalt, die es in der Geschichte der Bundesrepublik überhaupt gegeben hat. Und es ist einfach erstaunlich, wie man in der zweiten Hälfte der 90er Jahre schon sehen kann, wie aus dieser intensiven Gewaltzeit eben nur noch diese Städtenamen, also Hoyerswerda, Rostock, Solingen, Mölln, übrig bleiben am Ende. Und das ist auch, also es ist insgesamt eine Entwicklung so im gesamten politischen Sprechen, aber es ist eben auch eine Entwicklung, die Historiker betrifft. Also wenn man sich bestehende Erzählungen über die Geschichte der Bundesrepublik, über die 90er Jahre anschaut, dann gibt es genügend, die auf diese Gewalt überhaupt nicht zu sprechen kommen oder andernfalls sie eben als so ein Seitenphänomen zu erzählen. Also als die hässlichste Erscheinung nach der Wiedervereinigung oder so, wie dann gesagt wird. Ja? Aber die Frage, was diese Gewaltphase eigentlich gemacht hat mit diesem Land, also die Prägung, die sowohl die Täter als auch die Betroffenen von der Gewalt, wie auch die Öffentlichkeit insgesamt, also mit der geht natürlich eine intensive politische Debatte einher, in dem eine ganze Menge entsteht. Was die mit diesem Land gemacht hat, die ist eigentlich noch nicht gestellt worden. Und Historiker stellen sie auch, das ist der zweite Punkt, stellen sie jetzt eigentlich ziemlich spät. Insofern finde ich den Titel, der ist sehr nett zu den Historikern. Ja? Also so, lasst die mal dran, man könnte auch ganz anders fragen, nämlich macht mal endlich, ja? Befasst euch damit mal endlich. Zu Fragen kommen wir auch gleich, auf okay. jeden Fall. Aber wichtig finde ich ist, dass wir uns damit jetzt beschäftigen oder dass es vor allem in den letzten Jahren zu den 30. Jahrestagen von Hoyerswerda, Rostock, Solingen und so weiter endlich mal größere öffentliche Aufmerksamkeit dafür gegeben hat, dass Rostock, der 30. Jahrestag, auf die Titelseite von Zeitungen gekommen ist und so. Das ist kein Verdienst von Historikern, sondern von Erinnerungsengagement, von Gedenkaktivismus, der seit ein paar Jahren von unten wächst. Und das finde ich auch total wichtig, also das rauszustellen, das klarzumachen, um so ein bisschen die eigene Perspektive oder Rolle zu betonen. Wir haben es also mit einem intensiven Sprechen über diese Gewalt
zu tun, was von unten kommt, aus Opfererfahrungen kommt. Das sieht man in Büchern wie das, was Manja geschrieben hat. Das sieht man in der Diskussion um die Baseballschlägerjahre. Es gibt aber auch ein starkes migrantisches Erinnern und Sprechen in den letzten Jahren. Also man hört betroffenen Stimmen in starkem Maße. Und ich finde es auch wichtig, die zu hören, den Raum zu geben und so weiter. Ich glaube nur, es braucht eben auch eine historische Erzählung, also die größere Fragen stellt, die diese Dimension der Gewalt betont, die fragt, was heißt das für die Bundesrepublik und so weiter. Und da würde ich so unsere Rolle sehen. Zu diesen Fragen kommen wir gleich, auf jeden Fall, weil du hast auch schon mir gesagt, was du denkst über den Titel. Ist das tatsächlich auch ein Titel, der eine Hoffnung zum Ausdruck bringen, dass, wenn die Historikerin auch endlich sich mit dem Thema beschäftigen, vielleicht kommt noch was anderes daraus, was Neues daraus. Aber jetzt erstmal ganz kurz zurück zu euren beiden Büchern. Und zwar, es wird jetzt viel in diesem Gespräch darum gehen, auch um diesen beiden Formen, die ihr habt, diese diffuses Gewaltgeschehen der 90er Jahre, die ihr beide jetzt gerade beschrieben habt, so jetzt etwas, das nicht nur mit konkreten und die bekanntesten Brandanschlägen zu tun hat, aber nämlich mit genau einer diffuses Form der Gewalt, der Bedrohung. Ihr beide beschreibt das in euren Büchern, davon ist genau. Und meine Bitte wäre, vielleicht könntet ihr wirklich ein paar kurze Sätze für unser Publikum den Kern von diesen euren Büchern so erzählen, damit wir dann damit weiter darüber sprechen. Und ich würde, ja, vielleicht an dir, Janosch, vielleicht ganz kurz, womit beschäftigt sich Brandspuren? Naja, also erstmal ist das ein Sammelband, das heißt, das hat nicht ich geschrieben, das Buch, sondern mit Till Kössler zusammen, mit meiner Historiker, herausgegeben, dann schreiben ganz viele Leute Kapitel da drin. Insofern geht das in sehr unterschiedliche Richtungen, aber grundsätzlich war die Idee davon, mal zusammenzutragen, was man jetzt eigentlich schon weiß. Also zum Standpunkt, wo Historiker sich eigentlich noch nicht so intensiv damit beschäftigt haben. Und der Anspruch ist dann doppelter. Zum einen geht es darum, einen Überblick über dieses Gewaltgeschehen überhaupt mal zu geben. Also was fällt da vor, was passiert da? Was uns zum Beispiel sehr wichtig war, ist, die wissenschaftlichen Beiträge, die da drin sind, sind alle unterbrochen von so, wie wir das genannt haben, Miniaturen. Das sind immer so doppelt, also das ist ein Foto von einem Ort und dahinter eine kurze Geschichte von einem konkreten Gewalttat. Einfach um also auch zu verstehen, was das heißt, also wie das aussieht. Ja, weil diese Gewalt eben sehr, sehr vielfältig ist. Das sind so spektakuläre Brandanschläge wie Solingen. Das sind Überfälle auf Obdachlose. Also Obdachlose gehören sowieso zu den meisten Toten dieser Zeit. Ganz häufig ist es auch das, was in der Statistik dann unter schwerer Sachbeschädigung landet, was aber heißt, 20 Skinheads stürmen ein Flüchtlingsheim und schlagen alles kurz und klein oder so. Also ein plastisches Bild davon zu bekommen. Das würde ich sagen, ist der eine Fall. Was ist das überhaupt, diese Gewalt? Und die größere Frage, in die das eingebettet ist, ist dann eben die Suche nach den Brandspuren. Also was ist davon geblieben in der Bundesrepublik? Ja, welche Prägungen haben Leute mitgenommen? Was hat das für Opfer bedeutet, die also in Westdeutschland zum Beispiel im Fall der türkischen Arbeitsmigrantin, da weiß man noch am meisten drüber und es gibt einen sehr guten Text von Stefan Zeppenfeld da drin. Was heißt das eigentlich, wenn man über Jahre hinweg in Straßenkleidung schläft, weil man damit rechnet, dass einem das Haus angezündet wird und sich Fluchtpflege zurechtgelegt hat und so weiter. Genauso wie, was heißt das, also eigentlich die politischen Diskussionen, die daraus entstanden sind. Also, und die sind eben sehr viel komplexer, das ist vielleicht das Argument, macht, sehr viel komplexer als nur eine Geschichte der Gewalt. Also natürlich gibt es Kontinuitäten daraus, die auch also das Etablieren von Gewaltmilieus, gerade in Ostdeutschland, aber es gibt eben auch eine Begründung von demokratischem Widerstand oder Widerspruch dagegen. Also die Demonstrationen, die wir gerade erleben, diese großen Massendemonstrationen, die lassen sich eben auch zurückverfolgen in diese Zeit. Und so geht es gar nicht darum, irgendwie praktisch so eine Erfolgs- oder Misserfolgsgeschichte zu erzählen, also was ist da eigentlich genau passiert, sondern die These, würde ich sagen, ist deutlich zu machen, dass diese Zeit der Brandanschläge einfach ein ganz prägenden Moment für diese Geschichte der Bundesrepublik war, in dem Prozesse, Strukturen, Debatten und so weiter beginnen, die dieses Land bis heute prägen. Okay. Ja,
Bitte schön. Ich hab in meinem Buch, man könnte sagen, es ist, und so kommt auch die wunderbare Auszeichnung mit dem Jugendliteraturpreis, es ist eine Coming-of-Age-Geschichte. Letztlich begleite ich zwei Protagonistinnen, das ist stark autobiografisch geprägt, zwei Aufwachsende, die diesen Systemzusammenbruch erleben und sehr unterschiedlich daraus hervorgehen. Die Geschichte von Mimi und Oliver, eine Kinderfreundschaft, die zerbricht in dieser Zeit, in diesem Älterwerden. Ich beschreibe, was es macht, einen doppelten Systemzusammenbruch zu erleben, wenn man das System Kindheit mal dazu zählt. Also was passiert, wenn in so einer Gefühls- und Lebenslage, in der man auch, glaube ich, besonders fühlig ist und besonders angreifbar und auch besonders klar mitunter, ein System zusammenbricht. Ich beschreibe das anhand einer Kleinstadt nordöstlich von Berlin. Es könnte aber auch in anderen Kleinstädten spielen. Das ist das Wesentliche. Es ist ländlicher Raum in Ostdeutschland. Und ein Sittengemälde und mit den Protagonistinnen beschreibe ich auch ihr soziales Umfeld, die Brüche, die Zusammenbrüche. Und ich begleite die beiden im Prinzip ja, bis ins Jahr 2000. Faktisch kreist alles um einen Mordfall, diese Beobachtung basiert wiederum auf meiner Zeitzeugenschaft damals und dem Tod Ingo Ludwigs. Und für die Recherche musste ich tatsächlich sehr, sehr lange wühlen in Archiven, denn das ging ja den Erwachsenen wie den Kindern so. Das war spannend in meiner Generation, meiner Alterskohorte, zu der auch Schäpe, Mundlos und Böhnhardt gehören, also die bekannten NSU-Täter, dass wir in einer rasenden Zeit erwachsen wurden, in der Autoritäten sich verflüchtigten und über Nacht ja, verschwanden, in der die Erwachsenen genauso doof waren wie wir selbst. Eine große Ahnungslosigkeit und Unkenntnis der Situation. Und das Nachrecherchieren war darum wichtig, weil die Rasanz zwischen die paar Monate zwischen Mauerfall und Wiedervereinigung, in denen ist ja alles passiert, was passieren konnte. Und im Prinzip für den Einzelnen und noch so gebildeten und vielleicht auch an den friedlichen Protesten maßgeblich auch beteiligten Personen. Also eigentlich war es nicht fassbar, nicht greifbar, was in welcher Rasanz geschah. Und all das habe ich versucht, akribisch nachrecherchiert in Lokalzeitungsredaktion erlebbar, nachvollziehbar zu machen für Leserinnen und Leser. Ja, vielen Dank. Und eigentlich die nächste Frage hast du schon ein bisschen darüber gesprochen, Janosch, und zwar ist die Frage der Einordnung. Du hast gesagt, die HistorikerInnen eigentlich kommen sehr spät dran an diesem Thema und das Thema ist bisher ziemlich vergessen, in Vergessenheit geraten, insbesondere in dem historischen Diskurs und historischen Bewusstsein. Und jetzt ist meine Frage, wie Brandspuren als eine der ersten historischen Studien, die genau so irgendwie sich mit der Geschichte der rechten Gewalt in den frühen 90er Jahren historisch befasste, wie ordnet das Buch eigentlich die rechte Gewalt der frühen 90er Jahren in die großen Entwicklungslinien, die großen Narrativen der deutschen Geschichte, der Geschichte der Bundesrepublik und der Geschichte der Wiedervereinigung? Was ist eure Angebot zur Einordnung dieser Geschichte? Naja, also vielleicht zwei Punkte. Das erste mit dem Spät. Also ich würde gar nicht sagen, dass wir so besonders spät sind als Historiker. Ich würde sagen, wir sind so spät wie immer. Ja? Also Historiker sind ja immer so ungefähr 30 Jahre nach dem Geschehen, was auch was mit Aktensperrfristen zu tun hat und so weiter dabei. Ich finde nur interessant dafür, dass wir seit ungefähr 10 Jahren alle immer über eine Geschichte der Gegenwart und Gegenwärtigkeit und so weiter reden, dafür ist man dann erstaunlich spät. Also in diesen Debatten, die sind dann alle so sehr theoretisch geführt worden, da hat es dann wenig empirisches Interesse gegeben. Ansonsten würde ich sagen, sind es vielleicht zwei Sachen, die,
die da ganz interessant sind. Das eine ist, dass das Buch sehr viel darüber nachdenkt, wie verhalten sich eigentlich jetzt so eine historische Betrachtung zu den zeitgenössischen Diskursen. Ja? Also weil, also so, oder die Frage so ein bisschen übersetzen, was einfach ist, was können wir heute eigentlich mehr wissen als die Zeitgenossen damals schon? Ja? Und in vielerlei Hinsicht ist das gar nicht so viel, kann man gar nicht so viel mehr wissen. Also Leute in den 90er Jahren, also die Gewalt löst damals eben auch schon großes Interesse aus, es gibt eine große öffentliche Diskussion, es gibt eben auch extrem viel sozialwissenschaftliche Forschung dazu, die einfach sehr gut ist. Ja? Also vor allem so die kriminologische Forschung in der Zeit, die einfach alle Akten der Strafverfolgungsbehörden zu solchen Gewalttaten durcharbeitet, und so, die weiß einfach sehr genau, wer die Täter sind und so weiter. Und da können Historiker auch gar nicht mehr tun, würde ich sagen. Ne? Also mit dem Wissen kann man rezipieren und wiederholen und also kann damit argumentieren, aber so bei der Frage, wie es eigentlich zu dieser Gewalt kommt, ist zeitgenössisches das, was man sagen kann, schon ziemlich intensiv diskutiert worden. Ja, also die Gewalt wird, sie wird als ostdeutsch diskutiert, wo man auch in der Zeit schon weiß, das stimmt nicht so richtig. Eigentlich ist jetzt eine gesamtdeutsche, gerade im Herbst 91 ist die Gewalt eigentlich viel mehr im Westen als im Osten und so, aber diskutiert wird es trotzdem so. Sie wird als Jugendgewalt diskutiert, sie wird als Teil der politischen Diskussion um Asyl diskutiert, sie wird als rechtsextrem diskutiert. Und all diese Diskussionen fassen immer was und fassen auch was nicht. Das ist erstmal das, was wir versuchen in der Diskussion zu zeigen und dann in dem Buch zu zeigen und dann so ein bisschen zu überlegen, wie verhält sich das zueinander, wie wirkt das miteinander. Ich würde sagen, das, was Historiker stattdessen können, ist den Fokus der Debatte zu lösen. Ja, also weil das so im Rückblick ist schon frappierend, wie sehr damals also auf Ursachen geschaut wird und andere Fragen, die man in diese Gewalt stellen kann, so gar nicht diskutiert werden. Was zum Beispiel dazu führt, dass man sich ultra intensiv mit den Tätern beschäftigt und die eben auch öffentlichen Raum kriegen, zu sprechen. Also da gibt es Interviews und so weiter. Während man sich für die Betroffenen dieser Gewalt und für deren Perspektive fast gar nicht interessiert. Und ich würde das nicht so vorschnell als, das ist so institutionalisierter Rassismus oder irgendwie sowas interpretieren. Ich glaube, das hat viel damit zu tun, dass der Drang, diese Gewalt zu stoppen, dass der so groß ist, dass man irgendwie glaubt, wir müssen verstehen, wo die herkommt. Und das können wir eben nur bei den Tätern. Wenn wir das verstanden haben, können wir die ändern. Auch wenn das ein falscher Gedanke ist und man über die Gewalt sehr viel hätte lernen können aus anderen Perspektiven. So. Insofern würde ich sagen, das ist was man jetzt tun muss, was eine mühevolle Arbeit ist. Also die übersehenen blinden Flecken dieser Diskurse zu rekonstruieren, zum Beispiel eben eine betroffenen Perspektiven, also eine Erfahrungsgeschichte dieser Gewalt zu schreiben. Das andere ist eben, nicht nach Ursachen, sondern nach Folgen zu fragen. Also was hat diese Gewalt mit diesem Land gemacht, diese Prägung und diese Debatten? Und neben dem Etablieren von bestimmten Gewaltmilieus und so Dingen, über die man einfach auch sehr wenig weiß. Also wenn man sich das überlegt, so ungefähr 4000 Gewalttaten in dieser Zeit, und das sind in den allermeisten Fällen Gruppentaten, redet man halt über mindestens so 20.000 Jugendliche, die in den frühen 90ern irgendwie ein Flüchtlingsheim angezündet haben oder so. Ja? Was ist aus denen geworden? Wo sind die hin? Weiß man fast nichts drüber. Also es ist natürlich sehr naheliegend, dass mit so der Entstehung von bestimmten Milieus, noch mit Erfolgen von AfD in bestimmten Regionen und so weiter in Eingang zu bringen, aber darüber weiß man sehr wenig. Aber offensichtlichere Sachen sind eigentlich so andere Prägungen, also zum Beispiel welche Rolle diese Gewalt dann für die Etablierung der Diskussion über Deutschland als Zuwanderungsland hat. Weil das ist ein ganz, ganz starker Zusammenfall. Dass man vor allem nach Solingen, also auf der Trauerfeier nach Solingen in Köln, redet Bundespräsident Weizsäcker das erste Mal davon, dass man den Migranten auch Staatsbürgerrechte geben sollte. So als erster Staatsvertreter, der das irgendwie sagt. Und da beginnt eine Diskussion, das dauert dann ziemlich lang, bis das umgesetzt wird und so. Aber da lassen sich so Entwicklungen ziehen. Und das würde ich sagen, wäre das Angebot zu begreifen, dass dieses vereinte Deutschland eben nicht nur in Ostdeutschland und nicht nur in der Auseinandersetzung über Stasi und Mauertote und in den Verwerfungen der Transformation begründet wird, sondern dass die gleiche Frage, die da diskutiert wird, also wer sind wir als dieses Land
Und wer gehört eigentlich dazu? Also was ist unsere gesellschaftliche Zusammengehörigkeit? Dass die zeitgleich auch in einem zweiten Zusammenhang diskutiert wird, nämlich über diese Gewalt, die genauso Fragen produziert von, wer sind wir eigentlich? Was haben wir da für ein, also es gibt so tolle Zitate von Leuten, die in der friedlichen Revolution beteiligt waren, sich dann 92 fragen, was haben wir da eigentlich geschaffen für ein Land? Also wir wollten hier ein demokratisches Deutschland in der Mitte von Europa schaffen und jetzt sehen wir hier einfach nur Gewalt, die wir überhaupt nicht mehr in den Griff kriegen. Was ist das eigentlich? Ja? Und genauso, dass diese Frage von gesellschaftlicher Zugehörigkeit eben nicht nur eine ist, die seit den frühen 90er Jahren zwischen Ost-West verhandelt wird, sondern genauso eine zwischen deutschen und ausländischen Mitbürgern, wie man in der Zeit damals noch sagt. Okay, ja, und eigentlich dann, das knüpft gut mit eigentlich meine nächste Frage für dich, Manja. Denn als ich mit Hitler Schnapskirschen aß, erzählt ebenso die Geschichte der rechten Gewalt in den frühen 90er Jahren. Sie hat aber ein deutliches regionales Fokus, und zwar Brandenburg. Und es handelt sich nicht um einen historischen Text, sondern um einen literarischen, eine fiktive Erzählung. Haben sich aber in den letzten Jahrzehnten sicherlich nicht nur HistorikerInnen mit der Geschichte Deutschlands auseinandergesetzt, sondern auf jeden Fall auch Schriftstellerinnen und deren Literatur. Und sowohl die rechte Gewalt in der NS-Zeit einerseits, als auch die Erfahrung der friedlichen Revolution, des Mauerfalls und der sogenannten Transformationszeit sind beide sehr, sehr, sehr verbreitete Topoi der deutschen Literatur in den letzten Zeiten gewesen. Und deswegen würde ich auch gerne dir fragen, wie passt deine Erzählung, und zwar eine Erzählung über die rechte Gewalt in den frühen 90er Jahren, in der Art und Weise, wie die Literatur eigentlich sich mit der Vergangenheit in Deutschland so beschäftigt und genau, in welche Traditionslinie stellt, was du erzählst? Spannend finde ich, dass ich tatsächlich ja einen Fokus auf also die Geschichte spielte Brandenburg ganz offensichtlich, aber bei meinen zahlreichen Lesungen, ich hatte über 200 Lesungen mit dem Buch in allen Regionen Deutschlands, Ost-West, in Großstädten und auch in Kleinstädten, in vielen Gemeinden so am Rand. Es gab immer Anknüpfungspunkte, ja. Also das ist erstmal spannend, wollte ich nochmal voranstellen. Also dieser regionale Fokus, der wird nicht gelesen. Und das war auch für mich interessant zu sehen, wie überregional und auch in Westdeutschland, wie viele Anknüpfungspunkte es gab mit Menschen, die im Publikum saßen und ähnliche Erfahrungen gemacht hatten. Und eben nicht nur in den 90ern, sondern fortsetzend, ja, in den Jahren danach, also bis zur Lesung, wo mir heute junge Menschen von ganz ähnlichen Erlebnissen berichten. Da gibt es ja also offenbar eine Kontinuität. Ich freue mich sehr, spätestens mit Christian Bangels Hashtag Baseball-Schlägerjahre ist ja auch eine Debatte auf bekannten Chat-Plattformen und auf bekannten Plattformen entstanden, die viel mehr Leute mit reinnimmt, die viel mehr Leute aus der Deckung holt. Und offenbar ist jetzt auch die Zeit reif, 30 Jahre später, um die 90er auch zu thematisieren. Großartige, tolle Bücher sind entstanden, zuletzt jetzt eben auch, also Lukas Rietschel kann ich nennen, den fabelhaften Kollegen Daniel Schulz. Es gab vorher schon Peter Richter, 89, 90, Anna Rabe jetzt zuletzt mit Die Möglichkeit von Glück und Olivia Wenzel eben aus einer schwarzen, ostdeutschen Perspektive, aus einem nicht zu unterschätzender und noch viel zu wenig betrachteter Blickwinkel auf die ganze Geschichte ist. Also ich freue mich über die zahlreichen und zahlreicher werdenden Stimmen. Sie sind da, wir werden mehr, wir werden vielfältiger. Und so, ich sehe mich als Teil eines Kaleidoskops. Und meine persönliche, letztlich auch eine Schwierigkeit eben als Zeugin, als Opfer, als Betroffene, als Traumatisierte, aber jetzt über die Jahre auch als Kunstproduzierende und sich damit auf einer anderen Ebene auseinandersetzende und mit Menschen ins Gespräch kommende Person, das schätze ich sehr. Und ich bin auch mit ganz vielen Kolleginnen und Kollegen, die sich mit diesen Themen befassen. Henrik Bolz, darf ich auch nicht vergessen,
der die Nullerjahre eben das Fortwirken dieser Strukturen und die Gewaltförmigkeit eines Aufwachsens in einem Neubaugebiet in Mecklenburg beschreibt. Also wir sind alle gut miteinander vernetzt im Gespräch und ja, teilen letztlich auch ein ähnliches großes Publikum an Menschen mit vielen, vielen Fragen. Und wie gesagt, Ost wie West, ich sehe da, es werden zwar andere Fragen gestellt, es werden andere, der Fokus ist ein bisschen anders, also es wird leicht anders fokussiert in den Diskussionen im Anschluss an die Lesung, aber das Bedürfnis ist enorm und die Erfahrungen sind überall vorhanden. Ja, wir haben schon jetzt ein wenig über Ost-West als möglichen Deutungs- oder Sichtweise auf dieser Gewalt und wie eigentlich das auch nicht trägt, wie ihr beiden eigentlich aus unterschiedlichen Perspektiven sagt. Es gibt eine andere große Deutung dieser Gewalt, die immer wieder angeboten wird, und zwar die Frage ein strukturelles Rassismus, das hier irgendwie als lange Kontinuitätslinie, genau wie eigentlich die Idee von einer völkisches, nationales Denken, die auch als lange Kontinuitätslinie gilt. Wie ist eure Meinung dazu in euren Büchern und in euren Studien zu dem Thema? Würdet ihr sagen, dass diese beiden Kontinuitätslinien auch dazu beitragen können, dieses Phänomen der Rechte, früher der rechten Gewalt in den frühen 90er Jahren zu erklären oder? Also das gibt es natürlich beides und natürlich trägt es dazu bei. Also die Frage, wie jetzt genau dazu beitragen, das ist die, glaube ich, viel schwierigere zu beantworten. Also wie übersetzt sich sowas dann in konkretes Gewalthandeln oder so? Und eine der Sachen, die dabei interessant ist, ist, dass wir es bei dieser rechten Gewalt der 90er Jahre ja mit einer Gewalt zu tun haben, die auf so eine seltsame Weise politisch ist. Also auf der einen Seite ist sie völlig klar politisch bei der Auswahl der Opfer. Ja? Also es ist nicht zufällig, wen diese Gewalt trifft, sondern es sind bestimmte Gruppen und es sind genau die Gruppen, die in den 80er Jahren durch extrem rechte Akteure als Feindbilder markiert worden sind. Ja? Also jegliche Form der Ausländer, Schwule, Obdachlose und so weiter. Ja. Was man nur in den 90er Jahren schon, also in diesen kriminologischen Untersuchungen sehr früh feststellt, ist, dass die Täter selber häufig gar nicht so richtig ein politisches Weltbild haben. Also häufig fällt das in Interviews schon schwer, dass die überhaupt sowas wie ein Motiv sagen. Also warum sie das jetzt genau gemacht haben. Das ist was völlig anderes als die rechtsterroristische Gewalt ein Jahrzehnt davor. Also ne, es gibt lange Linien der Gewalt natürlich, aber in den Strukturen ist sie eben völlig anders. Während man es so um 1980 mit tatsächlichem Terrorismus zu tun hat, also so kleinen Gruppen, die genaue Pläne haben, die sich überlegen, was sie tun, die ihre Taten planen, die so komplizierte Sachen machen, wie Sprengstoff organisieren, um sowas durchzuführen. Ist das in den 90er Jahren so, dass man es also zum allergrößten Teil um Jugendliche handelt? Also ich glaube, 90% sind unter 25 Jahre der Gewalttäter, die man greift, so ungefähr. Die allerwenigsten von denen sind politisch organisiert. Und irgendwie haben die natürlich alle Vorurteile und so, aber so eine richtige politische Motivation haben die eigentlich gar nicht. Insofern ist es also, wie diese Übersetzung funktioniert, so ein bisschen komplizierter. Und es ist dann, glaube ich, eher zu verstehen als so ein unintendiertes Ineinandergreifen von so einer bestimmten rechten Jugendkultur, die eben in den 80er Jahren entstanden ist, wo man in den 80er Jahren eigentlich ganz beruhigt war, also dass der Terrorismus zurückgegangen ist und wenn, sind jetzt nur noch Jugendliche, die so rechte Gewalt machen, das wächst sich aus und so weiter. Wo man aber eben übersehen hat, dass diese Gewalt viel unkalkulierbarer ist, weil sie nicht mehr an politische Rationalitäten gebunden ist und die dann in den 90er Jahren eben in eine bestimmte Konstellation kommt. Und Wiedervereinigung ist da ein wichtiger Kontext. Der viel wichtigere ist wahrscheinlich noch die intensive Asylrechtsdebatte, die eben just im Herbst 91 losgeht und der plötzlich dann eben
all diesen Gewalttaten im politischen Kontext gibt und Aufmerksamkeit und Medienaufmerksamkeit und so weiter. Und das sind, glaube ich, Sachen, die diese Gewalt viel mehr treiben. Also in die Zeitung kommen, sagen die zum Beispiel ganz häufig als Motivation, warum sie was gemacht haben. Genau, und das ist dann, also deswegen ist es auch so schwierig, in der Zeit was dagegen zu tun. Ja, die Sicherheitsbehörden sagen immer wieder, wir wissen gar nicht, was wir tun sollen, wir haben es nicht mit einer rechten RAF zu tun oder so, ne? Also wo man jetzt irgendwie ermitteln kann und Leute festnehmen und so weiter, sondern es ist ein diffuses System, wo man nicht weiß, wie man zugreifen soll, wo die Polizei offen bekennt, wir können euch nicht schützen. In Nordrhein-Westfalen verteilen die Handzettel auf Türkisch, wo dran steht, wir können ihre Wohnheime nicht schützen, sie müssen da, also ihre Wohnungen nicht schützen, sie müssen da selber aufpassen. Und genau, also entsteht ein Level an auch also rechtsstaatlichem Versagen und so weiter, was einfach beeindruckend ist und was ich glaube, man nicht einfach nur auf zwei so Linien oder sowas bringen kann. Die, also ich habe die Frage am Anfang, es geht um Kontinuitäten, also vor und nach Mauerfall. Sorry, ich war kurz. Es geht vor allem um sozusagen Fragen, inwieweit struktureller Rassismus oder der lange Kontinuitäten von völkisch nationales Denken genau in deinem Buch auch spielen als, als Sichtweisen oder als Deutungsangeboten für was du eigentlich erzählst. Ja, praktisch ist, also was ich beschrieben habe, der erste schlimme Überfall, das ist schlimm, es gab faktisch vor Mauerfall schon Überfälle auf mosambikanische Vertragsarbeiter und ja, der strukturelle Rassismus der DDR, der sich ja letztlich auch in der Unterbringung der Leute, in dem Fernhalten der Menschen, die Vertragsarbeiterheime waren, bei uns in Zielenik keine Orte, die eingebunden waren in irgendwelches normales Leben. Das waren eben nicht Nachbarn, die man kennenlernen konnte, sondern es war ja eher nicht erwünscht, dass man Kontakt miteinander hatte. Es gab Neonazi-Probleme, massives, gerade im Umfeld von Fußballverbänden und Hooligan-Szene. Darüber durfte nicht gesprochen werden. Das war alles schon da, gar keine Frage. Und wenn wir dann noch die Großeltern sehen, die nicht sprachen über ihre Erlebnisse und vielleicht dann doch bei der Familienfeier und zum Teil glorifizierten. Unbedingt Kontinuitäten. Ich erinnere mich 92 an eine Pressekonferenz. Da war ich schon als Schülerreporterin sozusagen für die MAZ tätig, in der ein Polizist, also leichenblass von den Menschen standen. Das waren Sozialarbeiter, Menschen aus Jugendämtern, lauter Menschen im Jugendbereich tätig, auch Journalistinnen und Journalisten. Es ging darum, die Situation irgendwie zu erfassen, zu verstehen, zu begreifen. Alle erzählten sich Schreckensgeschichten und er wurde eben als Polizist, Zuständiger befragt. Er sollte ja eigentlich eine Expertise haben, aber er war nur fassungslos und sagte, eine solche Zunahme an Roheitsdelikten, daran erinnere ich mich noch an seinen Gesichtsausdruck und diesen Begriff Roheitsdelikte, also in der Form, in dieser Explosion, kann man es ja eigentlich nur auch über die letztlich soziale Katastrophe erzählen, die letztlich ja auch damit einherging, mit Mauerfall. Also ohne jetzt begründen zu wollen, dass das eine gleich zum anderen führt, aber tatsächlich war das alles miteinander verknuselt. Ja, nach ein bisschen dieser Abbildung der Einordnung von dieser rechten Gewalt in lange Linien, in möglichen Deutungen, kommen wir vielleicht zurück zur Frage von HistorikerInnen, was können eigentlich HistorikerInnen zu dieser Geschichte leisten? Und was leisten Schriftstellerinnen, was leistet Literatur? Und du hast eigentlich, Janusz, schon gesagt, schon sehr vielen Studien und sehr vielen haben das Wort ergriffen zum Thema. Sozialwissenschaftlerinnen und Presse schon ganz früh in den 90er Jahren, immer mehr im Laufe der letzten 30 Jahre Opfergruppen, die sich dafür stark gemacht haben, insbesondere im Zusammenhang mit der runden Jubiläen, dass diese Geschichte immer stärker in Mittelpunkt der Aufmerksamkeit der deutschen Öffentlichkeit rückte. In den letzten 5-6 Jahren sind auch immer mehr so autobiografischen Romanen entstanden zu der Zeit. Dazu zählt auf jeden Fall das Buch von Mania. Und jetzt ziehen auch die HistorikerInnen nach mit dieser 30 Jahren Verspätung, kanonische Verspätung. Und du hast schon ein bisschen begriffen, aber ich würde gerne eigentlich
euch gegenseitig fragen. Ihr beschäftigt euch beide mit der Geschichte der rechten Gewalt und in den frühen 90er Jahren. Was hat dir, Janosch, eigentlich gebracht, das literarische Wissen, das darüber produziert wurde, in autobiografischen Büchern? Und was hat dir oder was bringt dir, Manja, was erhoffst du dich von historischen Studien zu diesem Thema? Vielleicht möchtest du, Manja, anfangen. Ich würde sagen, die Fundament und Fachwerk. Also Geschichte, die Geschichten, eine Erzählung, eine, auf die sich möglichst viele Menschen einigen können, die ja auch sowas ausmacht wie eine Grundlage für ein Zusammenleben. Wir brauchen unglaublich viele Perspektiven. Dafür dafür ist die Kunst und nicht nur die schreibende Kunst ein guter Ort, um Mehrstimmigkeit zu erzeugen, um auch Empathie füreinander und Begreifbarkeit zu erzeugen. Und ich sehe halt die Arbeit der Historiker da. Sie setzen das Fachwerk, das Fundament, in dem das ganze Gebäude groß und schillernd sein kann. Und ich sehe jetzt kein kleines Fachwerkhäuschen mit einer Schwarzwälder Kuckucksuhr. Was das für ein Haus ist, ja, das würde ich offen lassen. Aber so würde ich, das wäre so ein Bild für mich. Denn tatsächlich, auch ich war immer angewiesen bei allen Recherchen, natürlich auch auf wissenschaftliche Expertise. Und je mehr da ineinander greift, einander ergänzt und wahrnimmt sich gegenseitig, umso größer umso präziser wird die Erzählung. Ja, ich mag das Bild eigentlich sehr. Also ich würde das auch als ein gemeinsames Erzählen oder ein gemeinsames Arbeiten an einer Erzählung begreifen und darin auch den politischen Wert praktisch dieser Beschäftigung sehen. Ne? Also es ist ja so, Historiker fangen sich gerade erst an, eigentlich mit so Themen von Rechtsextremismus überhaupt zu beschäftigen. Und ganz häufig bekommen wir so Fragen gefragt, die man an Sozialwissenschaftlern geübt hat. Ja? Also was hilft denn jetzt deine Forschung gegen die AfD? Oder so werde ich zum Beispiel häufiger gefragt. Und da kann ich immer nicht richtig was zu sagen. Also nicht viel. Also wenn Historiker über Gegenwart und Zukunft reden, sind die genauso qualifiziert wie irgendjemand sonst. Ja? Man lernt nicht so richtig viel aus der Vergangenheit, was man praktisch so praktisch anwenden kann. Aber ich würde schon sagen, dass es eine in sich politische Geschichte ist, darüber nachzudenken, wie wir eigentlich die Geschichte dieses Landes erzählen. Und zwar genau mit dem, was man ja gesagt hat. Also wer hat eigentlich Platz in dieser Geschichte? Ja, wen haben wir dabei im Blick? Welche Erfahrungen haben wir im Blick? Welche haben wir ausgelassen und zu lange übersehen? Und das ist eine Aufgabe, die tun nicht einfach wir, sondern das tut man in ganz unterschiedlichen Formen und genau mit Literatur und so weiter. Und ich finde sie auch für die eigene Arbeit total hilfreich. Mir hat das sehr geholfen, dass würde ich das als ein Problem sehen, dass dieser Fokus der literarischen Texte, die bezeichnen, sehr stark ostdeutsch ist. Also es gibt viel zu wenig davon, noch die Westdeutschland, also eine andere Perspektive, einfach nicht Zusammenbruch, nicht soziale Krise, sondern funktionierende Kleinstädte und trotzdem brennen die Flüchtlingshäuser, also die das mal erzählen. Also auch, weil ich daher komme, ja, also ich bin ein bisschen jünger, ich war im Mauerfall so 6, komme eben aus Hüngst, so einem kleinen Kaff am Niederrhein, wo es 1991 einen besonders großen Brandanschlag gibt, wo zwei libanesische Mädchen schwer verletzt werden. Und einer, von dem ich zur Schule gegangen. Also das ist praktisch mein Hintergrund davon. Und mir hat das immer sehr geholfen, diese Berichte aus Ostdeutschland zu lesen und so eine ganz andere Welt, die ich eben nicht kenne, und auch andere Perspektiven zu verstehen und die eigene Forschung auch daran zu messen. Also wie sieht das eigentlich aus, wenn man andere Blickpunkte in den Weg nimmt? Da gibt es viele, viele tolle Bücher. Es gibt ja auch welche, die wo man gar nicht so richtig sagen kann, was das jetzt ist. Also das tolle Buch Kinder von Heu zum Beispiel von, wie heißt sie?
Lemke, genau, Grit Lemke. Da weiß man ja gar nicht richtig, ist das eigentlich ein literarisches Werk oder ist das, also das ist so genau recherchiert, ist das jetzt eigentlich ein Sachbuch oder ein Roman oder so. Manchmal verschwimmen die Genre da ja auch so ein bisschen miteinander. Ja, vielleicht noch eine letzte Frage zur Frage, wer eigentlich schreibt und wer erzählt diese Geschichte der Gewalt in den frühen 90er Jahren. Und zwar, ihr habt beide eigentlich über Opfergruppen gesprochen. Du hast, Janosz, auch schon gesagt, wie halt zum Beispiel Obdachlosen eigentlich die große Opfergruppe war. Und zwar, aber viele von diesen Opfergruppen sind nach wie vor eigentlich ziemlich unsichtbar in diesen Erzählungen über diesen Jahren. Nee, wir haben eigentlich eine große Vielfalt an Menschen, die betroffen wurden von dieser Gewalt. MigrantInnen aus unterschiedlichen Generationen, genau, Obdachlosen, Linken. Und letztendlich kamen nur bestimmten Gruppen oder kommen eben verstärkt nur bestimmten Gruppen zum Wort, das sowohl in der Literatur, ne, die halt sehr stark dominiert ist von vor allem autobiografischen Romanen aus deutschen Kontexten und in Historikerinnenkreisen sowieso, die halt eigentlich sehr, sehr, sehr homogen nach wie vor sind und in dem halt eigentlich am wenigsten die Betroffenen ihre eigene Geschichte schreiben. Und deswegen ist für mich die Frage ein bisschen, welchen Geschichten wurden schon erzählt und welche eigentlich wurden bis jetzt noch überhört? Und lässt sich überhaupt eine Geschichte schreiben, die ganze diese pluralen Opferperspektiven eigentlich erfasst und wie? Ich weiß nicht, wer möchte beginnen. Ich würde gerne kurz... Ich habe noch nie so auf einer Bühne gesessen, aber es ist eine interessante Erfahrung. Aber es ist schön, dass ich wenigstens auch sehe. Und ich wohne in der Friedrichstraße Nummer 4. Das klingt erstmal so nach einer tollen Adresse. Das ist am Kreuzberger Mehringplatz. Ein sozialer Brennpunkt, würde jetzt wahrscheinlich mancher sagen. Ich genieße die Nachbarschaft dort sehr. Ich finde hochinteressant. Als ich dort eingezogen bin, sah ich die Namensschilder. Es ist ein 17 Stockwerke hohes Gebäude, in dem also wirklich viele, viele Menschen leben. Es ist gar nicht anonym, wie so viele denken. Ich wohne jetzt seit 8 Jahren dort und kenne viele, viele meiner Nachbarn. Und im Prinzip könnten wir alle miteinander die Geschichte der Konflikte der letzten 40 Jahre, wahrscheinlich der weltweiten Konflikte der letzten 40 Jahre miteinander zusammentragen, wenn wir einander einmal erzählen würden, zuhören. Und das tun wir auch durchaus und teilweise. Und ich versuche das auch ein bisschen mit zu vermitteln. Aber tatsächlich, das ist ein Haus in Berlin. Und was könnten wir, und das tun wir, aber das tun wir noch viel zu wenig. Wie hochinteressant alles miteinander auch verknüpft ist. Ja? Keine Geschichte ist ja ohne die andere zu erzählen. Wir haben die Geschichte Dimitri Kapitelmann, nenne ich jetzt einfach mal als Berufskollegen, der tolle Bücher geschrieben hat, und das Lächeln meines unsichtbaren Vaters, der damals als Kontingentflüchtlinge in den 90er Jahren, also das hieß ja Kontingentflüchtlinge, hießen die jüdischen Menschen, die aus zusammenbrechenden Sowjetunion nach Deutschland kommen konnten. Und sein Aufwachsen in Leipzig-Grünau, in so einer Hochburg damals auch rechtsradikaler Gewalt, und seine Eltern betreiben dort so einen russischen Spezialitätenladen, so was man dann so macht, wenn man irgendwie eine neue Existenz sich aufbaut. Es gibt einzelne Vertreter, wie gesagt, Dimitri Kapitelmann, aber es kann ja gar nicht genügend weitere Perspektiven geben. Und es gibt ja jeden Tag auch neue, interessante Perspektiven, die dazukommen. Also wer sind unsere Nachbarn? Wo kommen sie her? Wie können wir miteinander in Frieden leben? Und das merke ich dort. Also das große Bedürfnis, miteinander klarzukommen, trotz aller Schwierigkeiten, die in dem vom Armut stark betroffenen und wahnsinnig vielsprachigen Haus existieren, ist das Bemühen groß aufgrund dieser Erfahrungen. Alle sind vor Krieg, Armut, Vertreibung, Gewalt geflohen. Also das, also auf einfach ein bisschen auf das Gemeinde auf eine andere Ebene nochmal heben und zu sagen, das sind wir alle und die Geschichten gehören alle erzählt. Ich würde es, glaube ich, eigentlich ganz ähnlich sehen. Also, dass es gar nicht so sehr darum geht,
eine Geschichte daraus zu machen oder so, sondern dass ich, also, sondern dass es letztlich darum geht, Öffentlichkeit anders zu organisieren, also dass mehr Leute sprechen können. Und das, glaube ich, da steht man sich mit so einem betroffene, nicht betroffene Perspektive vielleicht sogar mehr im Weg. Also wenn man sich, also zu dem, was ich am Anfang gesagt habe, mit wir haben so viele Erzählungen von Betroffenen über diese Gewalt wie noch nie, das ist auf der einen Seite richtig, aber man darf auf der anderen Seite nicht sehen, dass das eben nur eine ganz kleine Repräsentation, also nur ein bestimmter Teil an Menschen praktisch repräsentiert ist, die diese Gewalt trifft. Und der größte Teil, also die Hauptopfergruppe, wenn man so will, von denen wissen wir fast gar nichts, nämlich den Flüchtlingen, die damals angegriffen worden sind. Und das finde ich deswegen so frappierend, weil die einfach in vielerlei Hinsicht eine ganz andere Perspektive auf diese Gewalt gehabt haben müssen, als man das aus so einer, also als wir heute über diese Gewalt reden. Ja, was vor allem daran liegt, ist, die sind zu dieser Zeit eben nicht nur von Neonazis-Angriffen betroffen, sondern der Großteil von denen, für den ist das viel größere Problem, dass die unter Abschiebedrohung stehen. Also der Großteil von denen wieder raus muss aus Deutschland. Das ist das hat sich jetzt zum 30. Jahrestag vor 2 Jahren ziemlich geändert, aber es ist ja symptomatisch, dass man über Rostock zwar sehr intensive Erzählungen der vietnamesischen Vertragsarbeiterinnen hat, die damals angegriffen worden sind und die aber eben hier geblieben sind und deswegen auch darüber sprechen können, aber man keinen einzigen Romja kannte, der damals angegriffen worden ist, obwohl sich der Konflikt daran ja entzündet hat. Das ändert sich gerade, man hat angefangen, hinterher zu recherchieren, man hat Leute gefunden und so weiter, aber insgesamt ist diese Perspektive der Flüchtlinge, die einfach so eine ganz andere ist, die andere Gewalterfahrungen davor haben, wenn sie hier in Deutschland ankommen, die vor anderen Problemen stehen, als nur davor, dass rechte Jugendliche ihre Häuser angreifen. Zum Beispiel eine, die so ganz anders fehlt. Und ich würde sagen, wir bräuchten eine Öffentlichkeit, in der man solche Geschichten erzählen kann, und in dem dann eben auch so klassische Geschichtserzählungen, die das Ganze also einbetten in lange Linien und so weiter und dabei natürlich auch Opferperspektiven berücksichtigen können und so, aber eben eine bestimmte Funktion erfüllen, aber eben nicht einfach die Geschichtserzählung sind, sondern ein Deutungsangebot, zu dem man sich verhalten kann, was hoffentlich ein bisschen Fundament ist, aber was man natürlich auch anders sehen und kritisieren und um Perspektiven andere Sichtweisen ergänzen kann. Gut, ich würde sagen, wir haben Zeit noch für eine letzte Frage und dann würde ich gleich öffnen. Und zwar, die Frage muss gestellt werden, ist die Frage nach der Gegenwart. Und zwar nicht, was können Historiker nun sagen, um die AfD zu bekämpfen, weil, wir haben bis jetzt darüber gesprochen, was bedeutet eigentlich eine Geschichte von dieser rechten Gewalt in den frühen 90er Jahren zu schreiben und zu erzählen. Und irgendwie aber sagen, dass man eine Geschichte schreibt, bedeutet schon, eine gewisse Distanz zu schaffen von gewissen Ereignissen. Sie begreifen eine gewisse Art und Weise auch als abgeschlossen. Während von was ich den Eindruck habe von dieser Geschichte der rechte Gewalt in den frühen 90er Jahren ist alles anderes als abgeschlossen, fühlt sich alles anderes als abgeschlossen an, fühlt sich als alles anderes als entfernt an. Das hat auch Carmen am Anfang gesagt. Und deswegen wäre für mich die Frage, in welchem Verhältnis steht eigentlich diesen, worüber wir bis jetzt gerade erzählt haben, mit unserem Gegenwart? Was ist da die Verbindung? Und was seht ihr als Beziehung zwischen dieser Geschichte und unserer Gegenwart? Also erstens würde ich sagen, ist die Gegenwart ein Problem beim Schreiben dieser Geschichte, also unter dem ich ganz konkret leide, also neben dem, was heißt leide, aber mit dem ich ringe, also weil neben dem Buch, was da geschrieben habe, arbeite ich halt an einem größeren Buch, was hoffentlich in ein paar Jahren rauskommt, und wo ich wirklich das Problem habe, dass beim Lesen der Zeitung jedes Mal der Fluchtpunkt meines Buches sich verändert. Ja, also je nachdem, wie die Diskussion läuft, ändert sich das Ende dieses Buches oder worauf es eigentlich hinaus oder was für Fragen an diese Geschichte gestellt sind. Ja. Und mit den
also ganz plastisch mit den Demonstrationen, die wir jetzt gerade haben, mit den Massendemonstrationen, das ist eine andere Pointe als davor, als es eben vor allem rechte Konjunktur und wenig Gegenwehr gab. So. Und das finde ich wirklich eine schwierige Herausforderung. Also da ändert sich so das Nachdenken und Struktur und so weiter schon immer wieder. Das ist einfach wirklich ein praktisches Problem. Das Zweite, würde ich sagen, ist, um diese Distanz muss man sich wirklich bemühen. Also das ist einfacher, wenn Dinge weiter weg sind, sie eben auch als etwas anderes, als das, was ich sowieso schon kenne, zu begreifen. Auch weil einem bei der Beschäftigung halt schon auch eine ganze Menge Parallelen auffallen. Ja? Also gerade in der Debatte ums Asylrecht und so weiter, die ja jetzt auch wieder geführt werden, wo vor allem es einfach auch so ein unglaublich geringes Gedächtnis gibt. Also wo, also wenn also Marco Buschmann, Christian Lindner, also mit dem Vorschlag als eine Neuigkeit auftreten können, dass man Sozialleistungen jetzt in Gutscheinform oder in eine Bezahlkarte auszahlt und einfach im politischen Diskurs gar nicht mehr daran gedacht wird, dass man das in den 90er Jahren schon mal gemacht hat. Ja, das gab es. Und das hat man aus guten Gründen, weil es unpraktisch war und Leute stigmatisiert hat und so weiter, wieder abgeschafft. Und jetzt wird es wieder eingeführt und die, also jetzt mal politisch sei das dahingestellt, aber dass es diese Erinnerung daran gar nicht gibt. Dass das also ne, nicht als etwas, okay, wir machen wieder etwas, was es schon mal gab, sondern dass die das als eine Neuigkeit verkaufen können, das finde ich total symptomatisch. In dem Sinne würde ich sagen, hätte es dann auch schon eine politisch aufklärende Wirkung, wenn man diese Zeit besser verstehen würde, präsenter haben würde und man einfach politische Debatten vor dem Hintergrund von Erfahrungen führen würde, die wir eigentlich schon gemacht haben. Kann ich mir nur anschließen. Und ich sehe auch übrigens gerade den nächsten Move. Ja? Also ich sitze hier auch in Olebano, im schönen, also schön weit entfernt von allem, wo ich dachte, ich kann ja in Ruhe meinen Roman zu Ende schreiben. Und dann geht das los mit den Demos und das ist natürlich großartig. Und wie viele Jahre hat man darauf gewartet, dass endlich sowas passiert und jetzt bin ich hier. Aber es gibt ja schon wieder den nächsten Move. Es gibt ja jetzt, was mich auch total erinnert, also diese RAF-Geschichte und also diese Verhandlungen, die jetzt durch alle Medien und die unglaublich, in Berlin werden Häuser geräumt und durchsucht. Oder jetzt diese Bekennerschreiben hier, Anschlag bei der Tesla-Fabrik. Also es muss auch gleich wieder, muss ganz schnell, so kommt es mir vor, es muss sofort wieder so, aber die Linken, die sind ja auch ganz schlimm. So muss doch sofort, das erinnert mich auch stark an die 90er, dieser Reflex, dieser medial hochgejazzte auch, um ja zu zeigen, dass es die ja auch gibt, was damals schon absolut unverhältnismäßig war und wirklich nicht dem Maß entsprochen hat, mit dem man, dem Augenmaß, mit dem ich mir wünsche, dass man die Gegenwart betrachtet. Ich sehe, wenn ich jetzt wieder kleinteilig schaue, in meiner Region, die Gegend, die mich geprägt hat und die auch dementsprechend mein Beschreiben sicher für immer auch prägen wird, sehe ich eine Kontinuität in den Personalien. Ich sehe durch die mangelnden Debatten, durch mangelndes, wie soll man sagen, Leute sind nie zur Rechenschaft gezogen worden und ich rede nicht vor Gerichten und Gerichtsurteilen und irgendwelchen Strafen, sondern es wurde nicht besprochen, was geschah und dieselben Typen, vor denen wir uns damals fürchteten, die sind jetzt, ja, in meinem Alter haben Kinder und Kindeskinder und die sind, ich habe in meinen Schullesungen wieder Jugendliche mit Bomber, also mit Bombe zu sitzen, also in der ganzen Montur. Ich denke so, die sind aus den 90ern rausgefallen. Aber es stimmt nicht. Das sind einfach, wenn man Dinge beschweigt, dann können sie nicht weggehen. Das sehe ich durchaus in Personalunion, sehe ich Kontinuitäten. Also ich sehe nicht die 90er wieder da, sondern ich sehe Kontinuitäten in dem Maße ausgeprägt, in dem man nicht geschafft hat, sich dem zu widersetzen, dem lebendigen Diskurs oder ein lebendiges Miteinander entgegenzusetzen. Ja, also ich hätte natürlich noch tausende Fragen, aber ich ziehe jetzt meine Fragen zurück und ich möchte gerne wissen, ob hier aus dem Publikum Fragen sind. Ich sehe schon eine erste Hand. Bitte schön.
Ja, also zwei Fragen würden sich mir als auch Historikerin stellen. Und wenn ich Zeit und Kohle hätte, würde ich auch versuchen, die selber zu beantworten. Und zwar die erste Frage hat sich mir schon gestellt, als ich das Buch von Grit Lemke, Kinder von Heu, gelesen habe. Das ist ja so eine Erzählcollage für die Leute, die es nicht kennen im Publikum. Und zwar gibt es da diesen ganz krassen Bruch von den späten 80ern eben zu den 90ern und plötzlich sind die ganzen Rechten dann da. Und es wird, für mich war es wie aus so einem luftleeren Raum und es wird nicht wirklich eingeordnet. Und deswegen frage ich mich schon sehr intensiv nach quasi ideengeschichtlichen Vorlagen. Also Janusz, du hast es angedeutet, dieses man will mal in der Zeitung stehen, das sagen dann also diese Jugendlichen, wenn sie entweder vor Gericht befragt werden oder von den Journalisten. Aber gibt es auch große ideengeschichtliche Vorlagen, die nämlich genau das, viele Nadelstiche, viele kleine Anschläge, viele dieses, ich habe es neulich auch wieder in einem Spiegelartikel gelesen, wir wollten was tun, wir wollten eine Aktion starten, jetzt müsste man noch eine Aktion starten. Gibt es dafür auch ideengeschichtliche Vorlagen aus dem rechtsextremen Spektrum, aus den Funktionären, die es halt in den 80ern auch gab? Und wie ist die gesamte ideengeschichtliche Entwicklung auch in der alten Bundesrepublik genau auf diesen Zustand hin? Und die zweite Frage, die sich als Historikerin natürlich auch immer stellt, ist die internationale Perspektive. Das heißt, hat es in den 90ern Vorbilder, Gleichzeitigkeit oder Nachahmungstaten auch im internationalen Raum gegeben, auch unter rechtsextremen Spektren, neonazistischen Anschlägen und so weiter? Also da bin ich völlig frei von irgendwelcher Kenntnis, aber vielleicht wisst ihr das auf dem Podium ein bisschen besser als ich. Ich würde dir gleich das Wort geben, Janusz. Ja, den zweiten kann ich leider nicht so genau sagen, wie ich es gerne könnte, aber es gibt das durchaus. Also rechte Gewaltvorfälle in europäischen Nachbarländern und es ist dann ganz erstaunlich. Es gibt so ein ganz gutes sozialwissenschaftliches Buch über Racial Violence in Europe oder so Mitte der 90er Jahre. Und die Zahlen sind dann im Ausland gar nicht so gering. Sie sind relativ hoch. Das Problem ist jetzt, was genau vergleichen die da eigentlich miteinander? Und dieser Typ des Brandanschlags, das ist schon was sich so sehr stark in Deutschland verbreitet und sich orientiert. Aber in England zum Beispiel gibt es hohe Zahlen über Racial Violence. Das wird trotzdem nicht so richtig miteinander in Beziehung gebracht. Also vor allem in der Diskussion wird das Ganze sehr als ein deutsches Phänomen verhandelt, auch im Ausland. Also die Aufmerksamkeit für das, was hier passiert, ist natürlich gigantisch. Ja? Sowohl in der Presse als auch in den Foren der EU. Das finde ich nochmal besonders interessant. Deutschland muss sich wirklich rechtfertigen dafür. Ne? Also es gibt mehrere EU-Resolutionen im Herbst 91 nach Rostock und so weiter, die immer deutsche Gewalt zum Anlass nehmen, um dann über ein europäisches Phänomen von Violence and Racism und so weiter zu sprechen. Aber der Fokus ist eigentlich ein starker auf Deutschland. Und zu dem davor würde ich auch zweigeteilt antworten. Also das eine ist, natürlich findet man in der organisierten Rechten Leute, die sowas vordenken, beziehungsweise die dann versuchen, in den 90er Jahren davon zu profitieren. Also das also dem einen theoretischen Überbau zu geben oder das, die Leute irgendwie zu organisieren. Das Problem ist, das klappt nur relativ schlecht. Also wenn man sich anguckt, wie so die NPD zum Beispiel in den frühen 90er Jahren, ne, in Ostdeutschland versucht, diese Jugendlichen einzubinden für ihre Parteistrukturen und so weiter. Das geht nicht. Also die sind alle viel zu spontan, die haben keine Lust auf diese Parteistrukturen und so weiter. Organisatorisch profitieren sie erstaunlich wenig davon. Ich glaube, wenn man es verstehen will, also diesen Bruch verstehen will, ne? Warum gibt es eigentlich, also natürlich gibt es auch in der DDR rechte Jugendliche und so, aber es sind viel, viel weniger, als man sie dann Anfang der 90er Jahre hat. Ich glaube, dass man das ganz stark daraus verstehen muss, also aus dieser Konstellation, die man ja auch schon ganz kurz angesprochen hat, die Mauer öffnet sich, das Regime bricht weg, damit bricht eben auch die gesamte organisierte Freizeit weg für diese Jugendlichen. Also da geht eine Lebenskultur so dahin und jetzt müssen die sich neu orientieren. Ja? Und zwar plötzlich auf so einem Markt der unterschiedlichen Jugendkulturen. Und dann ist es einfach so, dass rechte Jugendkulturen zu der Zeit gerade attraktiv sind.
Man kann das, es gibt so ganz gute Umfragen zwischen, also über Schülerinnen, über Rassismus, so noch 1990 vor Anschluss und so weiter, wo man das sehen kann, wie das anschwenkt. Also wie viele Leute sich plötzlich dafür entscheiden, dann rechten Jugendkulturen zuzugehören. Und zu denen gehört dann eben auch eine Gewaltaffinität, das ist halt Teil des also der subkulturellen Ausdrucks und so weiter, der dann in dieser Konstellation 91 sich plötzlich so in Gewalt umschlägt. Das würde ich sagen, ist das eine. Das andere, nur noch der letzte Punkt, man sieht sie in der DDR auch mehr als im Westen. Das finde ich einen ganz wichtigen Punkt. Also wir haben es mit öffentlich unterschiedlichen Dynamiken zu tun. Während wir in Westdeutschland so eine Dynamik haben, wo man in den 80er Jahren vor allem Pädagogen, engagierte Pädagogen dazu drängen, rechte Jugendliche vor allem als Jugendliche wahrzunehmen. Also zu sagen, ja, die Hakenkreuze und so weiter, das ist Ausdruck von Protestverhalten, aber eigentlich steckt dahinter eine Desorientierung in Risikogesellschaft und so weiter. Und eigentlich sind das Jugendliche. Wir müssen die als Jugendliche adressieren. Ja? Was dazu führt, dass man, also in Hünxe, wo ich herkomme, da gibt es halt regelmäßig Schlägereien auf den Schützenfesten und das sind auch Skinheads und so weiter, aber da wird nicht drüber gesprochen als politische Gewalt, sondern wenn, ist das halt Schlägerei auf dem Schützenfest und so weiter. Das ist was man in Westdeutschland in den 80er Jahren einübt. Und in der DDR haben wir eine andere Dynamik, nämlich da bricht 89 das Öffentlichkeitsregime zusammen, was die Thematisierung von Rechtsextremismus halt sehr stark gedeckelt hat. Und plötzlich wird es möglich, darüber zu reden und man entdeckt sie überall. Das heißt, dieses Moment des, wir können da frei drüber reden, wir sehen die, verstärkt, glaube ich, diese Wahrnehmung im Osten auch nochmal sehr viel stärker und trägt ganz viel mit dazu bei, dass man dieses Bild hat von, im Osten ist das Phänomen so groß, im Westen ist es so gering. Ich glaube, das hat ganz viel eben auch mit diesen Öffentlichkeitsdynamiken zu tun. Möchtest du, Manja, was dazu? Sehr gerne. Es gab den recht bekannten Überfall auf die Ost-Berliner Zionskirche 1987. Das war so eine noch vor Mauerfall konzertierte gemeinsame Aktion von Ost- und West-Rechtsradikalen. Es gab schon vor Mauerfall Verbindungen entsprechend. Und wie ich vorhin schon kurz angedeutet habe, dass es also da wirklich im Wortsinn eine Wiedervereinigung gab. Sehr früh, sehr schnell, also dass man sich da einig war. Nun ist ja Teil dieser Ideologie auch, also so ein bisschen der Reiter der Apokalypse zu sein. Also sie nähern sich ja von dieser Angst, vom Untergang, von Untergangsstimmungen. Dementsprechend kann man da leicht andocken. Dann gab es das Phänomen, dass in der DDR unliebsame, negativ aufgefallene, eben nicht als rechtsextrem bezeichnete, aber sehr wohl rechtsextrem aktive Leute ausgewiesen wurden, beziehungsweise im Knast saßen und dann bei so Gefangenenaustauschen tatsächlich freigekauft wurden von der Bundesrepublik. Die kamen dann quasi, die haben sich sofort Kameradschaften im Westen, also Michael Kühnen und Co. waren ja da ganz stark am Arbeiten, also so, die kamen aus Hessen. Die hatten quasi schon ihre V-Männer, die hatten schon ihre Leute, die freigekauften Ostnazis, die sofort wussten, wo man hingehen kann, wo Szenerien sind, die Lage kannten und sehr gut vernetzt waren. Und was ich gerade von Ost und West beschreibe, das gab es auch im internationalen Zusammenhang auf jeden Fall, auch nach Osteuropa hin. Das sind Subkulturen gewesen, die vorher schon miteinander, voneinander wussten. Und man darf nicht unterschätzen den enormen Einfluss, den rechtsradikale Subkultur, also in Form von Rechtsrock oder Rechts-Nazi-Bands und mit all dem Merchandising, mit all dem Geld, was auch gemacht wird. Das ist eine richtige, es ist wirklich eine Maschine, mit der sich Nazi-Strukturen einfach auf Jahrzehnte und bis heute auch ganz gut finanzieren konnten und aufrechterhalten. Das kam zu den Jugendlichen, das war attraktiv und es gab ganz schnell bekannte einschlägige rechtsextreme Bands, die weltweit tourten und die würde ich also gerade in den 90ern zu den größten Einflüssen oder zu einer der einflussreichsten Kräfte in dieser Vernetzung auch von Strukturen rechtsradikaler Subkultur weltweit und auf jeden Fall auch in Osteuropa zählen. Ich habe die nächste Frage da in der Ecke bei dem Herr. Genau, bei dem Herr. Hi, schön.
Guckuck. Ja, hi, schönen guten Abend. Christian ist mein Name und ich habe 1, 2, 3 Anmerkungen, die mir eingefallen sind über diese Zeit. Ich war in der Zeit viel als Fotojournalist unterwegs mit einer Kollegin und wir haben unendlich viele Reportagen gemacht mit Betroffenen, Opfer, Hinterbliebenen von Ermordeten. Und das, was die Reaktionen waren von, ich sag mal, öffentlichen Honorationen oder Behördenleuten oder Lokalmedien von vor Ort, was häufig eher im, na gut, Leipzig ist nicht gerade ein ländlicher Raum, das ist nicht so klein, aber es war immer die Reaktion, die sind nicht von hier, die Täter sind nicht von hier, die gehören nicht zu uns. Und da ist uns ganz oft irgendwie so eine Parallele aufgefallen, irgendwie wieder argumentiert wurde, ja, zwischen 33 und 45, das waren auch nicht wir, das waren die, das waren andere. Die waren nicht von uns, die gehörten nicht zu unserer Gemeinschaft. Das war so ein Reflex, der ist da ganz oft immer so gekommen. Und das andere, was dann in den Medien war, was man über die Täter lesen konnte, heute würde man dazu Clickbaiting sagen. Das ist gruselig, das ist total spannend, das ist total... Also es gibt heute Podcasts, wo die Leute irgendwie, wo es nur um Täter und Mörder und sonst was geht, aber es gibt sowas überhaupt nicht vergleichbar zu Opfern, weil in den Medien machst du einfach mehr Auflage, wenn du einfach auf was Gruseliges, auf was irgendwie, wo die Leute irgendwie denken können. Ist ein bisschen grob vielleicht, aber egal. Es gab auch aber sowas, das haben wir mitgekriegt, so ein Hochschaukeln zwischen dieser, ich nenne es mal Straßengewalt, ist es viel mehr, und das ist ein sehr verkürzter Begriff, und dem, was aber politisch passierte. Also ich kann mich an Situationen erinnern, wo die CDU Unterschriften gesammelt hat gegen den doppelten Pass, die doppelte Staatsbürgerschaft. Die Leute sind an die Stände gegangen, nicht nur am Wittenbergplatz in West-Berlin, mit dem Ding, wo kann ich hier gegen Ausländer unterschreiben? Und das ist ein gesellschaftliches Klima, was nicht nur durch die CDU, sondern auch ganz wesentlich mit durch Medien geschaffen wurde. Da drin kann ich mich, auch wenn ich irgendwie jetzt kein super organisierter Neonazi bin, aber total gut drin bewegen, weil ich weiß ja, dass ich mit dem, was ich da anstelle und mit dem, was ich da mache, dass ich da keinen großen Widerspruch irgendwie ernten würde. Kann ich Sie bitten, genau. So. Nein, das war nur eine Anmerkung. Eine Frage habe ich eigentlich nicht. Irgendwie, es ist einfach so eine Ergänzung. Entschuldigung. Kein Problem. Ich habe hier eine Wortmeldung hier vorne. Aber wir haben ein Streaming, deswegen wir brauchen ein... Ja, erstmal danke für die Beiträge. Manja, ich grüße dich. Ich habe eigentlich gedacht, ich erwische dich hier live. Ich habe dir noch was zu geben, aber das war jetzt was Persönliches. Ja, ich bin fast 70 und habe mein politisches Leben hinter mir. Und ich habe immer wieder, komme ich an so einen Punkt, ich sage danke für die Analysen. Aber Manja, an dich die Frage, was würdest du heute anders machen mit all dem Wissen, was du jetzt hast und die ganzen Diskussionen aus 200 Lesungen? Siehst du da eine Perspektive, eine Möglichkeit, weil das System des Unrechts wird doch weiter organisiert, die Strukturen des Unrechts, der Gewalt, die gehen doch weiterhin einher. Siehst du eine Perspektive, eine Möglichkeit, hast eine Vision? Na ja, ohne geht's ja nicht. Das unterscheidet uns ja auch von den Reitern der Apokalypse, von den Nazis. Und das scheint, und das müssen wir ja gemeinsam irgendwie miteinander finden und formulieren, sonst verlieren wir die Menschen weiter an die Untergeher, Abfeierer, die Untergangshelden. Unserer Tage. Danke Lothar für die Frage und ich würde jetzt auch noch mal kurz danke noch mal dem Vorredner. Die Perspektive der Opfer. Tatsächlich
ist es eine neuere Entwicklung. Ich erinnere mich, dass ich 2011 mit Kollegen ein Buch gemacht habe, Kaltland, eine Sammlung, wo wir schon mal versucht haben, auf die Dark Side der Wiedervereinigung, damals war das überhaupt noch, damals wurde das alles noch als eine einzige Volksgeschichte, also es haben sich ja Dinge schon verändert. Weißt du, das dürfen wir auch nicht vergessen. Und dieser mühevolle Kampf, der letztlich über Selbstermächtigung, Selbstorganisation, immer dranbleiben am Thema, Kaltland ist untergegangen. Dieses Buch ist leider heute vergriffen, aber es liegt daran, dass wir es selbst verkauft haben. Der Verlag war dann daran nicht interessiert. Die große Öffentlichkeit war daran nicht interessiert. Wir haben uns in kleinen, gut organisierten, in Flüchtlingsarbeit, Zivilgesellschaft engagierte, zivilgesellschaftlich engagierte Menschen, Antifaschistinnen im ganzen Land, die haben letztlich das Buch getragen und uns aus der Hand gerissen, weil sie darauf auch warteten, auf diese Art von Austausch und Benennung des Problems. Jetzt haben wir tatsächlich, ich sitze hier nur Lebano und endlich gehen die Leute auf die Straße. Das passiert. Und jetzt kann man sagen, ja, es ist zu spät, aber es ist eben nicht zu spät. Es passiert was, Leute engagieren sich, organisieren sich. Ich sehe große Fortschritte überall im Land, wenn ich das vergleiche. Schon allein zu der Situation, als es losging mit meinen Lesungen, mit meiner Lesereise 2017, hatte ich noch eine andere Situation als jetzt. Jetzt gibt es inzwischen mehr Orte in Ostdeutschland, sagen wir mal, im ländlichen Raum, weil Initiativen sich gegründet haben, weil Leute sich miteinander kurzschließen und sagen, das geht so nicht weiter, wir warten auch nicht mehr, bis uns irgendjemand Geld gibt oder bis irgendwelche politischen Einsichten erfolgen, sondern wir machen das jetzt selbst. Wir in Münchenberg haben einfach Anwohnerinnen mit Geflüchteten gemeinsam auf eigene Kosten inzwischen trägt sich das auch selber, ein Café gegründet. Und da wurde ich dann zur Lesung eingeladen. Das hat es vor ein paar Jahren noch nicht gegeben. Ich sehe das alles und habe manchmal den Eindruck, dass die Leute da, wo es brennt, also an der Basis, wo die graswurzelmäßig alle vor sich hin ackern, unentgeltlich meistens, dass die viel weiter sind und dass die jetzt ihren, ich kann nur hoffen, dass es schneller ankommt bei den Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträgern. Ich verstehe deine Perspektive, ich weiß, was du meinst, so könnte man es manchmal sehen, aber ich sehe eben auch all das. Und ich weiß auch, dass du nicht am Ende deiner politischen Arbeit bist, sonst würdest du jetzt nicht da vorne in der ersten Reihe sitzen und mir eine Frage stellen. Gibt es Fragen, die ich übersehen habe? Ah, hier noch. Bitte schön. Ja, danke. Ja, also vielen Dank für die Vorträge und ich würde mal gerne fragen, auch nochmal daran anschließen, was denn jetzt vielleicht heute anders ist. Also wenn man als Historiker dann fragt, was damals, wie es mit der Gegenwart zu verknüpfen ist. Also manchmal hatte man ja damals den Eindruck, einige sind hauptberuflich rechtsradikal, weil da gab es dann die Verfassungsschutzgelder und andere Dinge, die dann zu diesem NPD-Debakel führten, dass man nicht mehr genau weiß, wer dort eigentlich wen kontrolliert. Und ist es da inzwischen in den Behörden eine andere Stimmung? Und in der Zivilgesellschaft sehe ich natürlich auch eine andere Stimmung. Also diese Verzweifeltheit von Ahnungslosigkeit auf Fragen, wie es weitergeht, die ist ja jetzt nicht mehr so ganz so verbreitet, dass das alle betrifft. Also es gibt ja heute auch wieder Leute in Behörden, die dort irgendwie wissen, wie ihr Leben weitergeht und die auch Geld dafür bekommen. Aber damals betraf es ja auch die Leute der Mitte, die eigentlich keine Antworten geben konnten. Also gibt es da Unterschiede, war meine Frage. In den Behörden, also über die Behörden kann ich relativ wenig sagen, weil ich wenig über die Geschichte weiß. Ja? Es ist einfach sehr schwierig, einen Blick in Behördenhandeln dieser Zeit zu bekommen, gerade im Verfassungsschutz, weil da halt nochmal ganz andere Sperrfristen sind, wenn es die Akten denn überhaupt gibt. Und so weiter. Ja, nee, so war das gar nicht gemeint. Es gibt anscheinend schon eine recht penible Persönlichkeitsschutzaktenschredderei beim Verfassungsschutz, zumindest so, wie ich das aus den Forschungsprojekten dazu gehört habe. Aber egal, also das sei mal dahingestellt. Aber zu den Unterschieden, zu den Dingen, die unterschiedlich sind, die vielleicht auch Mut machen können heute. Ja, ich würde sagen, erstens, wir haben ein ganz anderes Bewusstsein für die Opfer rechter Gewalt. Und die haben auch eine ganz andere Stimme und Präsenz in Öffentlichkeit, als sie es in den 90er Jahren gehabt haben. Und damit verbindet sich ja auch was. Die gehören einfach viel, viel selbstständiger, also selbstverständlicher dazu, als sie das in den 90er Jahren noch tun.
Ja. Die Lichterketten, also der Beginn dieser Massendemonstrationen, die wir heute auch sehen, die sind in den 90er Jahren deswegen so überraschend oder erstaunlich, weil es das erste Mal in der Geschichte der Bundesrepublik ist, die ja seit den 60er Jahren eine intensive Einwanderungsgeschichte hat, dass die Mehrheitsgesellschaft aufsteht und sagt, ja, ihr gehört dazu. So, das hat es bis dahin nicht gegeben. Ja? Und das zum Beispiel ist ein Punkt, um den braucht man heute also nicht mehr ringen. Natürlich ist der politisch umstritten, es gibt Leute, die es anders wollen, aber insgesamt sind die in einer Art und Weise integriert, wie es das bisher nicht gegeben hat oder anders in den 90er Jahren anders gewesen ist. Und das andere, ich würde schon auch sagen, also ich würde sagen, es geht gar nicht darum, wie genau die eingebunden sind, sondern die sind hier, die sind da, die gehören dazu, so wie auch immer sie eingebunden sind. Ja. Und das andere, was ich wichtig finde, ist, man kann auch eine andere Geschichte dieser 90er Jahre erzählen. Und eigentlich fände ich, wäre es Zeit, das auch mal zu tun. Also so wichtig es ist, auf diese Gewaltkonjunktur und auf die Erfahrungen mit konkreter Gewalt und so weiter, den Raum zu geben. Aber es gibt einfach auch wahnsinnig viele ermutigende Geschichten dieser Zeit. Ja, als im Herbst 91 anfangen, die Flüchtlingsheime zu brennen, da gehen in ganz Deutschland in kleinen Städten Bürger nachts vor die Heime und schützen die. Ja, die organisieren Mahnwachen. Und zwar über Wochen hinweg, damit da nachts nichts passiert. Ja? Oder es gibt, also wenn Sie das bei YouTube mal schauen wollen, Quedlinburg, ein ganz beeindruckender Fall. Das ist so ein paar Wochen nach Rostock, Lichtenhagen, wo auch dort vor dem Flüchtlingsheim sich eine Horde von, ich weiß nicht, 50, 100 Skinheads zusammenrottet, die Steine auf das Heim wirft und skandiert und so weiter. Aber vor dem Heim steht der Bürgermeister und der Stadtrat und das neue Forum und schützen dieses Heim. Ja? Es gibt diese Geschichten, auch in den 90er Jahren. Die finden nur damals schon keine Öffentlichkeit, weil sie eben in der politischen Diskussion keinen Platz haben und so weiter. Aber die auch was davon erzählen, wie man im konkreten Solidarität organisiert, wie man Kinder in Schulklassen integriert, die in den Flüchtlingsheimen wohnen und so weiter. Und diese Geschichten könnte man auch mal viel, viel prominenter machen und erzählen und auch zeigen, also wir sind nicht wehrlos dieser Gewalt gegenüber, sondern man kann was tun. Man hat was damals getan, man kann heute was tun. Genau, und auch deswegen, also würde ich mit Manja auch sagen, aussichtslos ist die Lage nicht. Ja? Ich glaube, vielleicht wäre manchmal gut, sich ein Stück weit, also so weit realistisch zu machen, zu sagen, das ist ein Problem, das haben wir einfach. Ja? Also diese Vorstellung, wir werden das einfach wieder los und das gibt es alles nicht mehr, die hilft wahrscheinlich nicht so richtig in der politischen Bearbeitung, sondern es ist da, wir haben das, aber wir haben aus den 90er Jahren eben nicht nur diese Gewalt und Milieus und so weiter geerbt, sondern wir haben auch Techniken des Umgangs und des demokratischen Erwehrens und der Organisation von Solidarität und so weiter erlebt. Und die könnte man einfach genauso prominent machen wie diese andere Geschichte und denen die stärken, also im Heute einfach stärken. Darf ich kurz ergänzen, dass die Kommunalwahlen sind so wesentlich. Von dort wird organisiert, wer ist Bürgermeister, wie sind die kleinen teiligen Strukturen im ländlichen Raum organisiert. Da ist die AfD, da schaut niemand hin. Das ist aber genau da, wo wir alle hinschauen müssen. Und wenn ich von den Demos geredet habe, dann hatte ich jetzt sicher auch die tollen Bilder, die erstmal so ermutigen, weil von oben drauf geblickt, überfüllte Marktplätze und man muss die Demo schließen, weil es sind zu viele antifaschistisch unterwegs. Das ist doch mal eine Nachricht. Aber ich meine die kleinen Orte, wo es so richtig was zählt. Also wo man sich, wo Leute auf die Straße gehen in Gera. Sagen wir mal, Gera ist kein kleiner Ort, aber einer der Hochburgen. Ich kenne mich gut aus in Ostdeutschland, nicht nur dort, aber es ist ein Ort, als da im letzten Sommer junge Menschen ein CSD organisiert haben, hatte ich unfassbaren Respekt, weil ich wusste, dass die ganz viel riskieren gerade. Und dort stellen sich jetzt Leute auch in den ganz winzigen Orten, stellen sich Menschen vors Rathaus und sagen, so geht es nicht weiter. Und die riskieren richtig was. Und die wissen ganz genau, das geht nicht über Nacht weg. Dagegen kämpfen wir schon seit 30 Jahren. Und der Kampf wird jetzt auch nicht morgen aufhören. Auch
weil vielleicht wir einmal abgewendet haben, dass jetzt der AfD-Typ drankommt. Also das, diese Leute sind, das wissen die. Ja? Den zuhören, den vertrauen und da mal hinfahren. Einfach mal einen kleinen Ausflug machen und sich einfach dazustellen. Und wenn es nur 14 Leute sind, dann ist so eine kleine Reisegruppe aus Berlin ja auch wirklich ein willkommener Gruß zum Beispiel. Ja. Wir hätten noch ein paar Minuten, aber ich glaube, wir können, wenn es keine dringenden Fragen gibt noch, wir können auch mit diesen ermutigenden Worten auch das abschließen. Und bevor wir abschließen, ich habe zwei wichtige Aufgaben, oder drei eigentlich. Die erste ist, mich zu bedanken bei euch beiden in erster Linie für das schöne Gespräch, bei dem Publikum, das dabei war, bei dir, Carmen, für die Begrüßung und bei Solveig Bartusz für die Organisation und bei das ganze Team, das auch mit organisiert hat. Zweite Aufgabe ist, Sie alle darauf aufmerksam zu machen, dass wir haben eine die Möglichkeit, Sie haben die Möglichkeit, dieser Veranstaltung zu evaluieren. Das würde uns, sie nimmt Ihnen wirklich nur ein paar Minuten und das würde uns sehr weiterhelfen, was wir halt besser machen können. Das nächste Mal, dafür gibt es genau diesen QR-Code hier. Und drittens, wir haben da draußen einen kleinen Empfang, leider ohne alkoholischen Getränken, aber dafür mit Butterbrezeln. Und Sie sind alle sehr herzlich eingeladen, damit wir können auch ein Stück weiter miteinander reden. Leider bei dir, Manja, nicht, aber wir schicken dir ein Butterbrezel nach Italien und vielen Dank. Dankeschön. Danke auch allen.